Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich starte mal die Fahrzeuge jetzt wieder durch. Ich beginne heute den nächsten 7 Aufnahmen für die nächste Woche und Sonntag und Samstag und Sonntag. Ich ändere hier folgendes ab, also hier schon drin, Excel-Gut, Fahrmeter, bleibt so. Starten wir. Das andere mache ich mit anderen Fahrzeugen auch, weil es einfach... Achso. Es ist besser. Der Zielo ist praktisch schon fast voll. Und im Frameter so viel Platz. Das ist mal ganz kurz, dass ich da alles da reinfahre. Das ist auf Dauer ändern leichter, das da rauszufahren als die Lage. Er will auf Ruf warten. Ich auch. Scheiße, dicht am Feld 38. Deswegen mal auf Kurs bringen hier. Zack, und da kann er fahren. So, nächstes. Das ist unser Milchfahrer. Den starten wir mal auch wieder. Da bringt die Milch in den globalen Markt. Und den werden wir mal da hier einstellen. Nachgetankt habe ich und autoriert, wäre kaputt. Den werden wir mal ganz kurz umstellen auf Parameter. Und dann mal gleich mal hier einsteigen hier, passt ganz gut. Bruder haut ab oder fällt sie noch daneben? Kann sein, ne? Alles möglich. Der macht 10 km/h. Nicht schlecht. So, verdichten. Immer schauen, dass ich alle Fahrzeuge wirklich jetzt losgeschickt habe. Solange es oben zu nass ist, geht kein Soja. Leider. Das dürfen eigentlich alle fahren. Der fährt, da bin ich gerade. Fahren. Ah, hier gut, einen haben wir noch. Das ist gut. Naja, globaler Markt klappt nicht. Sonst wäre schön. Es wäre einfacher. Beziehungsweise einfacher wäre es auch nicht, aber. Muss doch irgendwann doch wieder umladen, ne? So, der fährt auch. Der wartet. So. Schau mal. Festgelaufen. Oh, Entschuldigung. Ja, das muss alles rein. Und dann können wir nicht zudenken. Außer wir hätten jetzt theoretisch noch zu viel. So. Ne? Denn die würden immer mehr nach draußen fahren. Bringt ja nichts. Ne? Irgendwann ist es voll, dann ist es voll. Ne? Wir haben ein bisschen Häckselgut noch im Lager. Das muss ja auch noch raus. Irgendwann. Das nehmen wir schön auf. Und fahr's mal rein, ne? Leider ist ein bisschen schwacher Brust, der kommt nicht hoch. Muss ich mit Schwung arbeiten. Entweder ist da vorne zu groß, zu viel Gewicht dran, oder es auch sein könnte, dass er dafür nicht geeignet ist.
denn ich fahre gerade vorwärts und da passiert nichts. Na jetzt schon. Leider kriegt das nichts, wir kommen nicht an. Aber es füllt sich langsam, ne? Mal sehen, wie lange das dauert zum Verdichten, sanieren. Dauert sicher auch ein, zwei Tage. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir das noch schaffen, bevor der Umzug kommt. Ne? Ich möchte gerne die ganze Silage mitnehmen. Und zwar über den globalen Markt. Rückwärts hochgefahren kommen. Und genauso wenig. Was machen wir da? Macht er auch nicht. Die Reifen zu schmal oder irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. So, Lenkung und Vollgas. Komm, schaukel dich hoch. Dann muss ich vorne reichen. Wird knapp werden, also das wird richtig voll kriegen. Also müssen wir höchstens mal die Schräge bisschen platt fahren mit einem großen Fahrzeug. Ob wir da rüber gehoben kriegen? Und da? Ja, immerhin, ne? Kriegen wir den Rand bisschen was rein, oder? Jo. Das ist schon ein kleiner Fortschritt. Weit weg. Ja, nicht gut. Einer noch mehr Platz. Und da einfach. Auf der anderen Seite kommt guten Platz, da kann er hin.
wir schön parallel ranfahren, dann kommen wir auch schnell dran, ne? Ja, das passt so. Geht ja einiges rein hier, also von daher. Und so geht's auch noch, okay. Hauptsache fällt nichts rein ins in die Wand. Das sieht nicht so gut aus. Ein bisschen drin ist ja was, ne? Ja, nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Schlechte Erfahrung mit. Tiefer. Muss mal ein bisschen weiter abbleiben von der Kante, dass wir nicht alles wegnehmen, ne? Ist auch blöd. Alle mit einer Kimo-Spray mal arbeiten. Keine Kraft der Boote. Das Schild bremst sich total aus. Fahrt auch noch so viel, ne? Ja, der Wahnsinn. Immer noch nass. Geht noch keine Ernte mit meinem Soja. Vielleicht um 18 Uhr, letzte Chance, dass wir dann bis 0 Uhr die Ernte durchziehen können. Müsste ja eigentlich zu schaffen sein. Aber das weiß keiner genau, ne? Teilweise ist drin, ja. Es kann Probleme geben. Mal schauen nachher. Abdecken und sofort sehen. Als wenn die ganze Chose nach rechts verschoben ist. Das bis mir nach links müsste. Also inhaltmäßig. Das kann auch nicht sein, weil ganz links ist ja auch der äußere Bereich verpackt. Ich weiß es nicht genau. Ich kann eine Vermutung mal einstellen. Da ist voll. Schauen wir mal, ob wir das kriegen, ne? Sieht knapp aus, aber gut. Noch halt dran, nicht dran fahren und dann da versuchen, da so weit wie möglich rüber zu kippen. Er greift ja ein bisschen schräger weg, das ist ein blöd. Müsste mal die Schräge bisschen fahren, ne? Dass wir hier ein bisschen verdichten in der Mitte,
so die Möglichkeit verbessern, dass man hochfahren könnte, ne? Das war echt schwierig. Fast unmöglich. Der Radlader ist zu schwach dafür. Ich kann eine andere Möglichkeit finden. Diese Kante, wo nicht überkommt. Probieren, ne? Bisschen Platz wäre hier aber ein bisschen, ne? Vorne lustig. So. Ein recht weicher Zeug, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Ich hoffe, dass bald mal eine Geschichte ist. Aber. Ja, wenn das Feld geändert ist, mal schauen. Ob hier noch. Zugepackt kriegen, ne? Ja, der kommt nicht hoch. Mit Schwung vielleicht. Mit Vollgas. Ja, vergiss es. Mal versuchen, so weit wie möglich dahin zu kriegen, ne? Klappt halt nicht, ne? Und irgendwann die Meldung ist voll. Ja, ein bisschen höher kommt er ja teilweise, wenn das Gewicht nachlässt. So ein Backer wäre nicht schlecht, der es hochkippen könnte, ne? Na, so viel Platz ist da nicht mehr. Da ein bisschen auffüllen. Ich habe schon Tschüss gesagt. Oh, schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und total. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal, ne? Vielleicht morgen. Tschüss.